Gleichzeitig habe ich meinen Selfie-Arm ja auch immer mit dabei, dann könnt ihr noch ein Selfie machen. Und wenn diese Frau denkt, dass wir im Jahre 2018 die Kohleverstromung immer noch der neue große heiße Scheiß ist, dann hat die Frau einfach was nicht verstanden. Und ansonsten unterstützen wir natürlich unsere grünen Freundinnen und Freunde auf Bundesebene legalisiert. Katharina Schulze, 33, Spitzenkandidatin der Grünen in Bayern. Wer ist die Frau, die Ministerpräsident Söder noch gefährlich werden könnte? 4 Stunden zuvor, München Hauptbahnhof. Wir begleiten die grüne Hoffnungsträgerin auf ihrer Fahrt zu einem Wahlkampftermin in Würzburg. Schulze, gut gelaunt, ihr pinkes iPhone immer bereit. Ihre große Stärke, Nahbarkeit, vor allem auf ihren Social-Media-Kanälen. Schulze will mit ihren Wählern in den Dialog treten, statt bloß zu verwalten. Und deswegen denke ich, dass in der heutigen Zeit es halt nicht mehr reicht, nur eine Pressemitteilung rauszuschicken, sondern du musst auch auf anderen Kanälen präsent sein, dass Leute sich bei dir melden können und du eben auch Inhalte vermitteln kannst. Und darum habe ich mein Handy immer mit dabei und wenn ich ein bisschen Zeit habe, berichte ich über das, was ich so erlebe. Und da nehme ich dann immer gerne die Leute mit. Und wenn sie mich verfolgen möchten, sozusagen, können sie es gerne machen. Aber da gehört dann auch der Cat-Content dazu, ja? Ja, also ich meine, darum liebe ich unter anderem das Internet, weil das Internet auch Katzen liebt und ich finde Katzen auch ganz toll. Aber die gebürtige Freiburgerin kann auch seriös. Seit 2013 sitzt sie im Landtag und ist seither vor allem als Innenpolitikerin aufgefallen. Mit klassisch konservativen Themen hat sie keine Berührungsängste. Als Innenpolitikerin möchte ich natürlich, dass unsere bayerische Polizei gut ausgestattet ist, dass sie nicht so viele Überstunden haben und dass sie ihren Job gut machen können. Weil ich will ja nicht, dass irgendein Hilfs-Sheriff auf einmal Recht und Ordnung durchsetzt. Das soll die Polizei machen, die kann ich parlamentarisch kontrollieren, so wie sich's gehört. Und darum veranstalte ich sehr gerne grüne Polizeikongresse, fahre auf Nachtschichten mit und schaue mir das ganz genau an, damit ich eben auch gut im Parlament über diese Themen Bescheid weiß und auch gut abstimmen und Anträge stellen kann. Und auf der anderen Seite gehe ich natürlich weiterhin auf Anti-Nazi-Demos. Und natürlich stelle ich mich jedem in den Weg, der unsere Bürger- und Freiheitsrechte kaputt machen möchte. Weil Freiheit und Sicherheit musst du zusammendenken. Unter Schulze könnte in Bayern gelingen, wovon die Grünen auf Bundesebene bislang nur träumen, Volkspartei werden. Laut aktuellen Umfragen liegen die Grünen derzeit bei 18%. Eine Koalition mit der CSU ist rein rechnerisch am wahrscheinlichsten. Was, wenn Söder fragt? Wir Grüne sind da sehr klar und wir sind auch genau so in den Wahlkampf eingetreten, dass man mit uns immer über eine gerechte und über eine ökologische Politik reden kann, nicht aber über eine antieuropäische oder über eine autoritäre Politik. Und das ist unsere Haltung und das ist unser Gradmesser und der gilt vor dem 14.10. und auch nach dem 14.10. Aber nun ist das ja jetzt kein Blind Date. Sie wissen ja, auf was Sie sich einlassen mit Herrn Söder. Wie kann das ausgehen? Ja. Da sehen wir, wie am 14.10. die verschiedenen Balken auf dem Abschlusschart aussehen. Ich glaube, da wäre es jetzt zu verfrüht, darüber zu spekulieren, weil im Moment haben wir die Umfragewerte, aber wir wissen, alle Umfragen sind noch keine Wahlergebnisse. Und mit dieser Grundlage gehen wir ganz entspannt in den 14.10. und schauen dann, wie es am Ende ausgeht. Würzburg am Abend. Katharina Schulze und Ludwig Hartmann haben zum Townhall-Event eingeladen. Bürger können Fragen stellen. Das grüne Spitzenduo strotzt vor Selbstbewusstsein. Das Publikum macht es ihnen leicht. Die einzig kritische Frage des Abends kontert Schulze mit gewohntem Elan. Und wenn sie diese Mauern nicht errichten, wird Europa in den nächsten 100 Jahren überflutet werden. Und das ist aber ein Grund. Gut, also. Ich bin jetzt 33 Jahre alt und ich bin so froh, dass ich in einem vereinigten Europa ohne Schlagbäume zwischen den Ländern aufgewachsen bin. Und sind wir doch mal ehrlich, dass es uns wirtschaftlich und kulturell so gut geht, liegt doch nicht darin, weil wir die letzten 70 Jahre Bavaria First gemacht haben. Dass es uns wirtschaftlich und kulturell so gut geht, ist, weil wir Europe United nach vorne gestellt haben. Darum geht es uns gut. Jahrzehntelang waren die Verhältnisse in Bayern zementiert. Doch am 14. Oktober könnte den Grünen eine Sensation gelingen. Katharina Schulze hat es geschafft, ihre Partei aus der Nische zu holen und in die Mitte der Gesellschaft zu führen.